Okay, wartet, Leute. Wir müssen kurz was ausprobieren. Übungsplatz. Es gibt ein neues Anbauteil. Und ich will das mir jetzt anschauen. Was gibt's vor der Mündung? Und es gibt Kompensator. Und es gibt Mündungsfeuerdämpfer. Nee, das war's nicht. Mündungsbremse, genau. Lass mich mal ganz kurz Level 3 und Waffenset. Und Munition. Ich will jetzt mal wissen, was ist mit dieser... Wir haben den Kombi, okay. Und wir haben die Mündungsbremse. Und wir haben die Barrel. Komplettes Set. Ich habe jetzt mal die Barrel. Wir fahren mal raus und wir schauen mal, was dieser Mündungs... Wie heißt das Ding? Mündungsbremse. Kompensator. Also Mündungsbremse und Kompensator. Das ist jetzt das, was wir gleich... Erstmal Kompi. Ja, gerade aussprayen. Nicht meine Stärke. Und jetzt machen wir das gleiche mal mit dem Ding. Alter, was ist das? Wartet kurz. Das will ich nochmal testen. Ja, okay. Es verändert die, wie stark... Nochmal zurück. Es verändert quasi, wie stark... Es verändert, wie stark die Kamera springt. Seht ihr das? Die Kamera wackelt übelst. 18 Schuss getroffen. ...255 Schuss getroffen. Und wir hatten geschossen. Spawn Tool. Munition. Wir hatten geschossen 514 plus 42, also 556. Von 556. Okay. Und jetzt schauen wir uns das gleiche nochmal mit der anderen Mündungsbremse an hier. Alles gleich. Mal schauen, ob es einen Unterschied gibt. Also wir müssen besser sein als 556, dann wissen wir, dass die Mündungsbremse besser ist als der Kompi. Mm-mm. 231. Okay. Okay, interessant. 10% roundabout 10% besser mit dem Kompi als mit dem mit der Mündungsbremse. 10%, 10% und hier Kompi 10% und 15%. Die horizontale Rückstoßkontrolle ist gleich. Die vertikale ist ein bisschen besser. 5% besser. Und bei dem anderen, ändert sich die Kameraverwackelungskontrolle beim Feuer. Also ich bin nicht sicher. Mündungsbremse und Kompi beide gut. Beide gut, wirklich beide gut. Wenn ihr beide da liegen habt, würde ich, glaube ich, den Kompi trotzdem nehmen. Aber beide sehr gut. Lasst mal ganz kurz nochmal
schauen, was das ausmacht bei der SKS. Das interessiert mich jetzt auch. Einfach mal nochmal vergleichen, bitte. Ob wir da einen Unterschied sehen. Ach, das Scope. Da haben wir jetzt die Mündungsbremse drauf. Ist schon nice. Ist schon echt nice. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal mit dem anderen. Mit dem Kompi. Naja, ich sehe da keinen Unterschied. Ich sehe da keinen Unterschied. Ne, ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Also das bringt euch, glaube ich, echt nur was. Das bringt euch, glaube ich, nur was im Autospray. Seht ihr da einen Unterschied? Also ich sehe da keinen Unterschied. Ob mit oder ohne? Ich kann mir das nachher nochmal in langsam anschauen. Okay, das war jetzt schon relativ weit hochgeschlagen. Aber das wird ja nichts ändern an der Schussposition. Also wir probieren das nochmal. Würde ich fast sogar sagen, sind die Schüsse weiter auseinander gewesen. Nee, es ändert sich nichts. Ich weiß nicht, ich sehe da keinen Unterschied, echt. Wenn ich jetzt nach links und rechts strafe, ist es schon sehr stabil. Okay, das ist nice mit der Mündungsbremse. Nee, aber das ist mit einem... Wobei, wartet mal. Da wackelt es schon recht stark. Nee, aber da... Ist es so, dass ich da einen Unterschied merke? Ich glaube, beim Strafen könnte... Nee, aber das wackelt auch genauso viel wie beim anderen. Versuch mal den Typen da zu verfolgen. Ich sehe keinen Unterschied. Schafft weglachen. Ja, keine Ahnung. Also, ich würde das Ding als zweitbesten Aufsatz nehmen nach Kompi DMA bzw. AR Kompi. Das ist so meine Kurzzusammenfassung. Er ist 10% schlechter als der Kompi, aber ihr wisst alle, der Kompi ist auch der beste Aufsatz momentan. Dementsprechend zweitbester Aufsatz für die Knarren. Wenn ihr so eine Barrel spielt oder etc., dann ist es schon richtig nice. Er macht 10-10%, das Ding macht 10-15% und das Ding macht 20-20%. Dementsprechend ist der schlechter als AR-Kompi und als DMR-Kompi. Aber trotzdem geil. Also trotzdem geil. Also lasst ihn auf keinen Fall liegen. Wenn ihr keinen Kompi habt, dann ist das das zweitbeste. Next best thing. Okay, soviel dazu. Danke fürs Zuschauen. Falls euch diese Videos gefallen und ihr gern auf dem Laufenden bleibt bei PUBG, dann like und subscribe, dann kriegt ihr in Zukunft immer alle Videos mit. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.